Oh, das ist ungünstig. Nein, wir nicht überleben so etwas. Ja, Junge, Digga, ohne Waffen? Oh, ich hasse sowas. Ich bin nicht gut in sowas. Versteckt zu bleiben. Ich bin lieber so jemand, der reinballert. Verstehst du, ich mal? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Folge 53. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Hier geht's direkt weiter. Hier am Ende der letzten Folge haben wir leider Unuratu verloren, die Führerin Paititis. Tragischer Verlust, muss man ja sagen. Aber man kann da gar nichts machen, Freunde. Jetzt sind wir direkt im Kampf. Ich habe deswegen noch das Pausenmenü an. Wir müssen jetzt kämpfen. Wir haben keine Wahl. Auf geht's. Zu viele. Ups. Ihr mit eurem Kukulkan, Digga. Geht mir mal nicht auf den Sack. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Finden. Eine Scheiße, ey. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Unuratu. Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit.
Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwakyaku und sehen dann, wie es weitergeht. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Knusbett. Ich bin immer noch nicht Commander Rook. Der ist, was du? Hast du irgendwas? Alles klar. So, wir sind wieder im guten alten. Oh. Ja, moin. Wir sind im neuen Gebiet, alles klar. Drücken Sie C. Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das? Ach, ich habe gar nichts dabei, oder was? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann, frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Was war das? Ich sehe mich mal um. Der Sache nach.
Was? Ich hab hier was. Oh, das ist ungünstig. Nein, wir nicht überleben so etwas. Ja, Junge, Digga, ohne Waffen? Oh, ich hasse sowas. Ich bin nicht gut in sowas. Versteckt zu bleiben. Ich bin lieber so jemand, der reinballert. Verstehst du, ich mal? Was gefunden? Alles klar. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Junge, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Digga, wie sehen die mich denn? Die sind doch gerade weggelaufen. Gar keinen Sinn macht die Scheiße. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Hast du irgendwas? Alles klar. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Sehen die mich sonst? Nee. Alles klar. So können wir ja einen nach dem anderen rausnehmen. Boah, das ist so ein Schleichspiel hoch 10, Alter. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Wo ist der hin? Ja, komm her. Ja, gut so. Tschüss. Errungenschaft Rambo. Zum letzten Mal. Wir haben hier... Hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben... Hätte ruhig sagen können, dass er weggeht. Hierher. Komm her. Komm, put. Hier ist rein gar nichts. Verstanden. Unten bleiben. Der Sektor sieht leer aus. Gut, haben wir. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. In diesem Sektor gibt es viel zu viele Verstecke. Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Okay. Oh, interessantes Schleichspiel. Wir haben jetzt gar keine Waffen. Das ist natürlich schon... Wir haben keine Zeit. Ist beeindruckend hartnäckig. Oh, danke. Na, kommst du zu mir oder muss ich zu dir? Ah, ich glaube mal. Ja, richtig, du wirst nämlich gleich drauf gehen. Stellt alles auf den Kopf. Gründlich. Warum ist er denn noch rot? Mir nach. Sichert nach allen Seiten. Wenn einer von denen den Kopf rausstreckt. Läuft bei denen. Ja, die kommen ja nicht hin. Verteilt euch und bleibt wachsam. Bleibt in der Nähe.
Meldet euch, wenn ihr was seht. Vielleicht dort. Zu mir! Aufpassen! Sie sitzt in der Falle. Bereich sicher. Setzt deine Patrouille fort. Sammeln! Bereit machen für Angriff. Okay, bringen wir es hinter uns. Kein Sichtkontakt. Wie sieht's bei euch aus? Kann nicht weiter. Digga, wie soll ich denn hier weitermachen? Sammeln! Schießt bei Sichtkontakt! Sie gehört uns. Suchraster einleiten. Verarschen? So, die Gegner bangen hier gerade rum, Alter. Aufpassen! Roger, Suchaktion läuft. Lose Rautenformation. Jo, ich hab Zeit, Freunde, ne? Also, ich gehe da jetzt sicherlich nicht rein. Die werden mir beide als rot markiert. Das ist nicht so geil. Ich kann nicht mal was. Sie sitzt in der Falle. Suchraster einleiten. Wahrscheinlich, oder? Der Typ seine Route so scheiße. Okay, bringen wir es hinter uns. Aber da passiert nichts mehr. Ich hab sie gefunden. Scheiß Idee. Na, mich hat sie jedenfalls nicht erwischt. Dann lieber du, danke. Alles klar, ja, wunderbar, oder? Schön. Kennt man ja. Ist nix. Hm. 21. Dezember 1603. Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten. Also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Okay, alles klar. Wie ist Ihr
Status. Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Ihr Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Provenierölfelder. Basislager entdeckt. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Coole Frage. Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Nicht gerade die besten Karten. Jo. Wie viele Punkte haben wir mittlerweile wieder? Wir haben wieder 4, dann investieren wir nochmal einfach irgendwo hin. Können wir gerne machen. Von mir aus, ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Drücken Sie F2, um Ausdauerpflanzen anzuwenden. Ja. Interessant. So, Freunde, ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann an genau dieser Stelle hier weiter. Mal gespannt, wie vielen Feinden wir noch vor die Füße laufen. Ah, den nehmen wir doch mal mit. Da ist noch was zum Lesen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.